Schienen auch so ein wichtiges Thema. Ich hatte mal reingeguckt. Also ich weiß grob, worum es geht, aber können wir uns angucken. Und günstigste Kleider einfach. Aber ansonsten könnt ihr euch merken, dass ihr bei Shein eigentlich immer sehr günstig, sehr coole Teile bekommt. Shein ist ein ultra fast fashion. By the way, ich weiß nicht, ob ich einfach lost bin, aber bis zu dem, die haben ja davor schon ein Video über Shein gemacht. Ich habe noch nie von dieser Firma gehört. Noch nie. Wirklich noch nie. Das erste Video habe ich auch schon gesehen. Ich habe noch nie was über diese Firma gehört. Und auf einmal so, ja, größte Modemarke der Welt aktuell. Konzern. Ultra viel Auswahl, ultra billig, ultra Scheiße. Das alles haben wir letzte Woche in diesem Video ausführlich besprochen. In Kurzfassung, Shein kopiert ständig Designs, produziert aber Tonnen allergünstigster Plastikklamotten zum Konsumieren und Wegwerfen, tut so, als hätte es Zertifikate, die es nicht hat, und betreibt generell das lächerlichste Greenwashing, was man sich nur vorstellen kann. Mitarbeiter von Zulieferern schuften 29 Tage im Monat, 11 Stunden am Tag, und unter welchen Bedingungen die Baumwolle für einige Produkte gepflückt wird, will man wahrlich nicht wissen. Das frage ich mich aber ehrlich, ne? Also mal ohne Scheiß. Es ist natürlich immer leicht, das aus dem Mund von jemandem zu hören, dem es finanziell wirklich gut geht. Und da bin ich auch wirklich dankbar für. Und ich kann es verstehen, man muss sich ja keine Klamotten für Hunderte von Euros oder so holen. Aber, und ich rede jetzt nicht von Leuten, die am sozialen Minimum leben. Von denen rede ich nicht. Ich rede nicht von Leuten, die halt wirklich gar keine Kohle haben und die froh sind, wenn die irgendwie bei Kick ein T-Shirt für 3 Euro oder so kriegen. Aber ich kenne auch so viele Leute. Ich habe das Gefühl, bei Frauen ist das auch nochmal mehr als bei Männern, finde ich vom Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Die auch zum Beispiel, was waren früher immer dieser heiße Scheiß? Wie hießen die nochmal? Primark. Da war das, das weiß ich noch, war das damals bei mir in der Klasse ein Ding, dass die Weiber zu Primark gegangen sind und es richtig gefeiert haben, dass du da irgendwie 20 Paar Socken für so 30 Cent gekriegt hast. Und ich habe mir immer gedacht, ey, so 90% von euch kommen echt aus ordentlichen Verhältnissen und ihr könntet euch auch normale Socken kaufen. Was ist der Kick daran, sich Klamotten zu holen, wo du weißt, die sind qualitativ scheiße, du weißt, die werden absolut scheiße produziert, unter absolut beschissenen Bedingungen. Warum kaufst du? Warum? Nur weil es ein bisschen günstiger ist. Es sind aber dann die gleichen Ökotusen, die dir irgendwas von Save the Planet erzählen wollen. So, keine Ahnung, Alter. Also das verstehe ich nicht. Also wo ich zum Beispiel, bin ich ehrlich zu euch, wo ich Real Talk ehrlich krass mittlerweile darauf achte, was ich kaufe und wie viel Geld ich auch dafür ausgib, ist Kleidung und Essen. Vor allem beim Thema Fleisch. Ich achte ehrlich krass darauf, dass ich kein Billigfleisch esse. Ich kann zum Beispiel, wenn ich so sehe in der Zeitung Angebot, ein Kilogramm Fleisch im Aktionspreis für 60 Cent, Bruder, ich könnte kotzen, ehrlich, ich könnte wirklich kotzen. Und das gleiche bei Klamotten. Ich muss doch wissen, wenn ich mir ein T-Shirt für 4 Euro kaufe, dass es zu 100% scheiße sein wird. Kann man aber auch nicht, weil die Produktionskette absolut und zu 100% intransparent ist. Aber hey, bald ist Shein eventuell das größte Modeunternehmen der Welt. Hooray. Ein entscheidendes Detail fehlt allerdings. Vor 10 Jahren war Shein noch circa so bekannt wie Timothy Chalamalala und sein Gaming-YouTube-Channel. Wie genau ist der Konzern denn überhaupt so schnell so groß geworden? Heute geht es um das Zusammenspiel von Social Media und Fast Fashion. Es geht um einen rasanten Aufstieg und Milliarden-Views auf TikTok-Hashtags, um ausgeklügelte Algorithmen, manipulative Taktiken, ein praktisches Affiliate-Programm und um die treibende Kraft des Konsumuniversums. Gierige, teils vielleicht einfach naive Influencer, die halt auch einfach mal eine eigene Polyester-Kollektion haben wollen. Mann, let's go. I might come back to life. The look in your eyes, don't you see? Geiler Song. Aber diese Mode-Influencer, das ist auch so ein ganz eigenes Metier. Irgendwie bin ich auch gar nicht drin. Irgendwie so eine ganz eigene Bubble. So
Social Media hat unser Verhältnis zu Kleidung in den letzten 20 Jahren grundlegend verändert. Fashion wurde uns plötzlich nicht mehr auf großen Plakaten oder in TV-Werbespots verkauft, sondern in unseren Feeds. Die Werbung ist durch Daten präzise auf uns zugeschnitten oder vielleicht nahbar gemacht durch einen Influencer oder eine Influencerin. So werden viele Menschen viel intensiver mit Mode konfrontiert. Nicht nur das. Wir posten uns selbst. Wir zeigen uns unseren Style andauernd. Unsere Kleidung wird von all unseren vielleicht hunderten Followern gesehen. Da will man auch mal einen neuen Pulli tragen, einen anderen Look. Das ist die Geburt von Hashtag Outfit of the Day. Jeden Tag ein neues Outfit. Und das hat sich ins... Also ich trage manchmal den gleichen Pullover 3 oder 4 Tage, wenn ich eh nur zu Hause chill. Solange ich frisch geduscht bin und ich nicht wie der letzte Penner stink. Soll schon vorgekommen sein, dass ich mal Freitag in dem gleichen Pulli gestreamt habe, wie dann am nächsten Sonntag so, also... Das echte Leben übertragen. Mich juckt das so gar nicht. 2017 haben in einer Umfrage rund 40% aller 18- bis 25-jährigen Frauen einen Druck verspürt, jedes Mal etwas anderes zu tragen, wenn sie das Haus verlassen. Ja, jetzt nicht den Druck. Also ich finde, T-Shirts und Pullover trage ich eigentlich immer 2 Tage. Also wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie, mies geschwitzt habe oder so. Also Shirts und Pullover trage ich immer 2 Tage. Safe. Das erscheint heute fast schon völlig normal, aber das war natürlich nicht immer so. Social Media hat uns auch an eine gewisse Unmittelbarkeit gewöhnt. Alles ist immer jederzeit direkt verfügbar. Wir sehen einen Trend in einer Story, einen Star in Avantgarde-Design und wir wollen keine 3 Monate warten, bis wir nachziehen können. Und diese Trends wiederum kommen häufiger, schneller. Denn so ist die Natur der Plattformen. Nur ständige Neuheit hält Aufmerksamkeit. So ist Fast Fashion quasi die natürliche Konsequenz. Wenn wir immer mehr Kleidung kaufen, um mitzuhalten, sollte sie billig sein. Und wenn Trends immer schneller werden und wir keine Lust haben zu warten, sollte die Produktion immer schneller werden. Vor gefühlten 100 Jahren war Zara mal eine Revolution, weil der Konzern ein paar hundert neue Produkte pro Woche raushauen konnte. Ein neuer Style konnte innerhalb von wenigen Wochen designt und produziert werden. Irgendwann war das zu langsam. Und in der TikTok-Ära werden selbst Fashion Nova und Missguided mit 1000 neuen Produkten pro Woche zu langsam. Hier kommt Shein ins Spiel. Shein ist wahnsinnig beliebt auf TikTok. Das Hashtag SheinHaul hat über 3,8 Milliarden Aufrufe. Viele Videos zeigen zahllose Outfits, die Nutzer für kleines Geld geshoppt haben. Hey, ich habe mir 34 T-Shirts für 22 Euro geholt. Das sind safe richtig gute Sachen. Und dann dazu noch so einen TikTok-Dance machen, so. Geil. Teils sind es hunderte Kleidungsstücke. Wild. Aus Outfit of the Day wird Outfit of the Minute. Eine rasend schnelle Plattform verdient rasend schnelle Fashion. Shein ist das Polyester-Benzin für TikTok-Mode-Content. Der Konzern kann Trends innerhalb von TikTok präzise aufspüren und reagieren. Und wisst ihr, was das krass ist? Ich zeige euch jetzt. Das habe ich nämlich heute noch gesehen. Übrigens Empfehlung von mir. Wenn ihr so ein bisschen im Weltgeschehen up-to-date bleiben wollt und jetzt nicht irgendwie auf Krampf, wie heißt es, irgendwie jeden Abend Nachrichten gucken wollt, gebe ich euch eine Empfehlung. Folgt der Tagesschau auf Instagram. Da kriegt ihr wirklich gute News. Und wisst ihr, das habe ich nämlich gerade gesehen, wo das Zeug landet, Shein, was ja das Prinzip ist, wo wir wieder beim Thema Wegwerfgesellschaft sind. Du kaufst hier so ein Ding, es kostet dann 4 Euro, ist ein halbes Jahr lang im Trend. Du trägst das, wäschst das 2-mal und das Teil ist scheiße. Da. Na, guck mal, Shein kickt da noch ordentlich was drauf. Oh, guck mal hier. Einfach eine Müllwüste. Einfach eine Müllwüste. Benzin für TikTok-Mode-Content. Der Konzern kann Trends innerhalb von TikTok präzise aufspüren und reagieren. Ist ein bestimmtes Kleid beliebt, kann das Unternehmen innerhalb von wenigen Tagen nachliefern. Shein ist auf TikTok die Marke, die mit Abstand am meisten Buzz hat, über die am meisten geredet wird. Auf YouTube ist es genauso. Und wer führt diese Konversationen an? Wer produziert den Shein-Content? Ich kenne absolut niemanden. Ich weiß nicht, ob das deutsche Creator sind. Macht es vor. Eine Armee von Influencern. Kennt man die?
Der Gründer von Shein hat mit Fashion eigentlich gar nichts am Hut. Sein Spezialgebiet ist Online-Marketing. Präzise geschaltete Werbung, die auf der Basis von Daten die richtigen Leute erreicht. Außerdem hat er vor allem Social Media und Influencer-Marketing von Anfang an verstanden. Bereits 2012 arbeitet Shein mit Fashion-Bloggern und organisiert Giveaways. Ab 2016 findet man dicke Hauls auf YouTube oder Influencer, denen Shein netterweise ein paar Sachen zugeschickt hat. Und zwar habe ich von Shein, da durfte ich mir drei Sachen aussuchen. Also gar kein Disrespect, ne? Die wird mich genauso wenig kennen. Ich will jetzt nicht einen auf den machen, ich bin Fame und die nicht, aber wer ist das? Also ich kenne halt, das ist halt so krass. YouTube Deutschland mittlerweile so groß, es gibt wahrscheinlich so 20 Fashion-YouTuber, alle über 2 Millionen Abonnenten, ich kenne niemanden. Ich habe die noch nie gesehen. Und da war einst dieses Kleid. Zu dem Zeitpunkt ist der Konzern schon ähnlich aufgestellt wie heute. Eine Website voller Lügen. In diesem Fall, dass man aus New Jersey in den USA stamme, plus Spottpreise und Discount-Codes. Ein großer Erfolgsfaktor von Shein ist das eigene Affiliate-Programm. Das funktioniert so. Als Influencer kann man sich dort ganz einfach anmelden. Dann kann man für bestimmte Produkte eigene Links generieren. Wenn jemand über einen solchen Link auf ein Produkt gerät und es kauft, erhält der jeweilige Influencer 10-20% Provision. Machen die aber mies schlau. Digga, das ist das Beste, was du machen kannst. Kannst ja sagen, was du willst, aber schlauer geht's nicht. Schlauer geht's wirklich nicht. Im Gaming-Bereich des MMOGA, vielleicht kennt ihr die Seite für Game Keys und so, damals auch durch die gleiche Masche so krankreich geworden. Bei der YouTuberin Lia Hiskias sieht das in älteren Videos so aus. The last accessory that I got from Shein was just a fanny pack. Green, just kind of like shiny. Ah, sieht cool aus. Hier in der Beschreibung das Green Fanny Pack. Das ist eine gekürzte Webadresse. Sobald man sie öffnet, kommt man zur eigentlichen ungekürzten URL. Hier sieht man dann, aha, ist von einem Blogger von Lia. Das da ist ihr Insta-Handle. Bei deutschen YouTuberinnen sind diese Referenzen in den Links mittlerweile nur noch Zahlen. Sarah Desideria ist 7210197youtube.de, die Lara Duman ist 7353581youtube.de. Diese Form von Affiliate-Marketing kreiert im Zweifel natürlich ganz viele tolle, neutrale Reviews. 10-20% Kommission verleiten auf keinen Fall dazu, hier und da mal extra deutlich zu betonen, wie toll und günstig Shein-Klamotten sind. Oh my gosh, this is so cute! So amazing, it's like amazeballs. Ich bin echt verliebt in diese Hut. I love the color scheme, I love how subtle it is. So sieht die jetzt aus und ich finde die Kette einfach so, so schön. Ich finde das so wunderschön. Also wie schön ist das bitte? Weil ich habe so das Gefühl, dass wirklich alles top ist, was ich mir hier ausgesucht habe. Also ich meine, ich bin ja selber YouTuber und ich mache ja auch Werbung für Produkte. Aber was ich mich bei sowas frage, kommen die Leute sich, wenn die sowas drehen, sich nicht selber verarscht vor? Weil wenn ich zum Beispiel eine Produktplatzierung mache, dann erzähle ich das immer so in dem Tenor, jo, das und das Produkt finde ich persönlich ganz cool, wenn das was für euch ist, könnt ihr euch ja doch mal selber von überzeugen, könnt ihr mal auf der Website rumklicken. Ich verstehe halt nicht dieses, oh ja, das ist so geil, das ist das beste Kleid, was ich mir jemals geholt habe. Das ist genauso, als hätte ich, weiß ich nicht, hier, seht ihr im Hintergrund das Display? Das hat mein Leben verändert. Oh mein Gott. Ey, das Display ist so geil. Das ist das Beste, was ihr euch holen könnt. Das ist so schön. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist wirklich einfach schön. Die letzten 4 Displays, die ich mir alle geholt habe, waren alle perfekt. Es war so schön. Ey, wild. Aber? Okay, kleinere YouTuber oder Instagram-Creator wollen sich mit ein paar Affiliate-Links vielleicht ein bisschen was dazu verdienen. Und natürlich gibt es auch diverse andere Affiliate-Programme für Influencer, wie das von Amazon. Ja, also das Affiliate-Ding finde ich jetzt nicht schlimm. Das Affiliate-Ding finde ich jetzt nicht schlimm. So, das ist halt ein normaler Prozess in dem Bereich. Ich finde es halt immer schwierig, wie halt YouTuber und Instagrammer oder wie der Scheiße da heißt, halt Werbung machen. Ich finde, gegen eine Werbung spricht gar nichts. Meinetwegen könnte jetzt auch zum Beispiel die Teasys, wenn die jetzt Werbung für, weiß nicht, Gleitgel machen würden, würde ich das nicht schlimm finden. So, solange die halt da nicht sagen, oh, das ist der beste Dildo, ich habe mich da heute Morgen schon 3-mal draufgesetzt und der fühlt sich so geil an, finde ich das okay, wenn die halt nicht übertreiben. Sondern wenn du halt einfach eine normale Werbung machst, okay, es war jetzt ein absolut beschissenes Beispiel. Nein, ihr wisst aber, was ich meine. Wenn du ein Produkt hast, was irgendwie so halbwegs zu irgendwas passt und halt einfach das nicht so overhyped, so weißt du? Aber mit Shein-Links. Stimmt es, dass man bei einem Kauf eines Displays sogar etwas Gutes für die Umwelt tut? Ja,
Jedes Mal, wenn du bei Display dir ein Display holst, pflanzt die Firma einen Baum. Und über den Link in meiner Beschreibung kannst du sehr gerne ein Display holen. Bewirbt man im Endeffekt ausschließlich den Überkonsum von unter üblen Bedingungen hergestellter Plastikware eines durchtriebenen Megakonzerns von der anderen Seite der Erde. Man muss hier bei jedem Produkt vom Schlimmsten ausgehen. Viele Influencer wissen es vielleicht einfach nicht besser. Aber gerade größere Creator können sich den Luxus dieses Unwissens nicht leisten. Warum wundert mich das halt nicht, dass Babys Beauty Palace auch dabei ist? Irgendwie wundert mich das nicht. Es wundert mich einfach nicht. Neben dem Affiliate-Marketing gibt es auch das Shein-Girls-Programm. Hier können Influencer sich bewerben, um quasi offizielle Gesichter der Marke zu werden. Besonders größere Influencer bekommen regelmäßig... Ich habe bei Displayed kriege ich keine Provision. Ich habe ein festes Honorar, was ich im Monat bekomme. Egal wie viel oder wenig ihr kauft. Nur sollte jetzt von heute auf morgen niemand mehr über meinen Link einkaufen, das ist ein Tracking-Link, würde es halt Displayed merken und die würden halt meine Gage streichen oder kürzen, weil die halt sagen würden, ja Bruder, über deinen Link passiert gar nichts, lohnt sich nicht. Regelmäßig sogar eigene Shein-Kollektionen. Dazu gehört zum Beispiel Bibis Beauty Palace. An dieser Stelle wollte ich mich nochmal bei Shein bedanken, die dieses ganze Projekt überhaupt möglich gemacht haben, denn gleich kommt ein riesen LKW voll mit Shein-Klamotten und Accessoires an und ich freue mich so sehr. Oder ganz aktuell die Fashion-Influencerin Abigail. Und zwar bin ich das neue Gesicht der Shein-X-Kampagne, was mich richtig freut. Ich glaube, ich war vor so fünfeinhalb Jahren eine der ersten, die mit Shein zusammengearbeitet haben. Und jetzt bin ich einfach das Gesicht einer Kampagne, also das ist wirklich eine sehr große Sache. Auch diverse internationale Stars wie Katy Perry oder Lil Nas X haben mit Shein zusammengearbeitet. Die unfassbare Menge an bezahlten Posts, Discount-Codes und Affiliate-getriebenen Hauls hat Shein-Content überhaupt erst groß gemacht. Aber neben den unzähligen Placements ist viel von dem Content rund um Shein mittlerweile gratis für den Konzern. Influencer leben es vor. Irgendwer auf TikTok ahmt es nach. Das ist für viele Unternehmen wahrscheinlich das ultimative Ziel dieser Form von Werbung und Shein ist wahnsinnig erfolgreich damit. Influencer tragen Verantwortung. Sie bestimmen Trends. Shein verarscht die YouTuber alle. Nee, Bruder, Shein und die YouTuber verarschen euch. Diejenigen, die so blöd sind und sich die Scheiße dann auch noch holen. Weil einfach es viel zu viele Leute gibt, die einfach blind ihren Idolen nacheifern und alles machen, was die sagen. Deshalb wirst du auch von mir niemals eine Werbung sehen, wo ich dir sage, du musst dir das holen. Oder sonst irgendwas. Wenn ich Werbung mache, ich werde dir eine Kaufempfehlung aussprechen. Ich werde sagen, dass ich das Produkt selber gut finde und dass du dir das mal anschauen kannst. Aber, voila Garantie, ich heb meine Hand. Habe ich noch nie gemacht, werde ich nie machen. Ihr werdet niemals von mir sehen, dass ich mich vor eine Kamera setze und sage, ihr müsst jetzt alle das und das kaufen. Ihr müsst jetzt aber alle da und da supporten. Das werde ich niemals tun. Auf gar keinen Fall, weil es einfach so viele Leute gibt, die halt wirklich blind kaufen. Beeinflussen ihre Fans und machen Produkte attraktiv und gesellschaftsfähig. All das ist der Kern ihres Daseins und Wohlstands. Wenn eine Sarah Desideria ordentlich bei Shein shoppt, ist das eine Lifestyle-Anleitung für abertausende Fans. Und so sind all diese Influencer und Stars mitverantwortlich für den Aufstieg eines der übelsten Fashion-Konglomerate aller Zeiten. Der Kanal Offen und Ehrlich hat sich ebenfalls lange mit Shein befasst. Das ist Marlene aus dem Team. Ich kann für meinen Teil sagen, dass ich es absolut nicht in Ordnung finde, für Shein Werbung zu machen. Das ist aber mein moralisches Grundverständnis. Also ich finde einfach nicht okay, für was Werbung zu machen, wo man nicht weiß, woher kommt es, wer arbeitet da vielleicht hinter den Kulissen Tag und Nacht, sich halb tot dafür, dass ich hier mein T-Shirt für 2 Euro tragen kann. Ja, okay. Und das dann alles noch einer sehr jungen Zielgruppe zu verkaufen, die da ja auch bereitwillig, ne, Geld dafür ausgibt, finde ich überhaupt nicht cool. Wir haben Shein erneut um Stellungnahme gebeten, wiederum ohne Erfolg. Wir haben außerdem Bibis Beauty Palace und Abigail um Stellungnahme gebeten. In beiden Fällen haben wir bisher keine Antwort erhalten. Na gut, ist aber klar. Kriegst du nie eine Antwort auf sowas? An dieser Stelle ein Hinweis. Wir möchten mit unserer Community für sachliche und respektvolle Diskussionen stehen. In den Kommentaren unter diesem Video sowieso, aber auch überall sonst auf Social Media. Influencer wie Bibi und Co. hätten all das auch einfach nicht nötig. Das frage ich mich halt auch immer, ne? Also klar, mehr Geld ist immer cool. Aber was mich halt bei solchen Leuten wie Bibi wirklich aufregt, bin ich ehrlich zu euch. So, ich habe mir ein paar Videos von denen angeguckt. Die Haustour zum Beispiel. Und
Real Talk hatet mich für die Aussage. Ich finde, Bibi an sich macht eigentlich in den Videos, wo die jetzt nicht irgendwie versucht, so auf Kampf lustig zu sein, sondern in den Videos, wo die zum Beispiel das Haus gezeigt hat und so, macht die eigentlich echt einen pfiffigen und sympathischen Eindruck. Ich werde niemals ein Fan von der werden oder so und mir da ihre Lifestyle-Zeug reinziehen. Aber ein paar Sachen hat man ja zwangsläufig gesehen. Und ich finde, die macht wirklich einen stabilen Eindruck. Und die ist so steinreich und die ist ja wirklich nicht auf den Kopf gefallen. Warum hat man das nötig? Die hat so viele Follower, die hat so viel Reichweite, die hat so krass ausgesorgt. Mach doch coole Kooperationen, Alter. Mach doch mit coolen Partnern coole Kooperationen und da kannst du mehr als genug Kohle verdienen. Dann mach doch lieber 3 Placements mit geilen Partnern, wo du das gleiche Geld bekommst, als eine Gammel-Placement mit Shein, Alter. Das frage ich mich immer, wirklich. Ohne Scheiß. Solche Deals trotzdem anzunehmen, obwohl es unzählige andere Mittel für sie gäbe, die eigene Reichweite durchzumonetarisieren, ja, ehrlich, ist aus unserer Sicht in höchstem Maße verantwortungslos. Man macht doch zur Not eigene Klamotten, lass die geil produzieren, such den coolen Designer, lass die Fairtrade produzieren. Hä? Ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit, ja, gut. Man kann sich in solchen Fällen auch nicht hinter, ach krass, so schlimm ist Shein, wusste ich gar nicht, verstecken. Wenn man Deals in dieser Größenordnung eingeht, wenn man teils Millionen Fans mobilisiert, dann muss man sich vorher informieren. Ja, ja. Selbst nach 2 Videos ist längst nicht alles zu Shein gesagt. Auf unsere... Wahrscheinlich derselbe Grund, warum Influencer Raid Shadow Legends und sowas bewerben. Die ganzen Asia-Konzerne haben Geld, das ist... Ja, Bruder, Raid Shadow Legends. Also Real Talk, ich krieg alle 2 Wochen... Ach, häufiger. Ich krieg einmal die Woche eine Anfrage für Raid Shadow Legends und ich krieg einmal die Woche eine Anfrage für... Sportwetten und Casino. Was da für Geld hintersteckt, Bruder. Auf ihrer Insta-Page findet ihr einen Post zu der Shein Shopping-App. Die ist unfassbar manipulativ aufgebaut und will augenscheinlich insbesondere junge Menschen mit Minigames und zig Belohnungen zu treuen Kunden machen. Fast Fashion ist kaputt. Social Media beschleunigt Popkultur. Und Unternehmen wie... Raid Shadow Legends quält keine Menschen. Nee, Raid Shadow Legends ist aber einfach scheiße. Und wäre halt für mich kategorisch nichts, was ich halt an euch bewerben würde, so, weißt du? Also, ich kann nur von mir reden und ich will mich gar nicht wie der größte Engel hinstellen, so. Jeder YouTuber hat schon mal ein Placement gemacht, wo er selber nicht zu 100% von dem Produkt überzeugt war, aber halt sich gedacht hat, Geld schmeckt, bin ich ehrlich zu euch. Habe ich auch schon gehabt. Produkte, wo ich mir gedacht habe, selber jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche, aber Geld schmeckt, das Produkt ist nicht bodenlos scheiße, die Leute können es gebrauchen, easy. Was für mich gar nicht geht, sind halt so Sachen wie Sportwetten, Casino und wenn du ein Produkt hast, wie eben bei Shein, wo du einfach weißt, dass deine Community abgezogen wird. Du weißt, dass du gerade dafür bezahlt wirst, deine Community zu ficken. Und das finde ich verwerflich und das kräht ich halt jedem Influencer an, wenn er sowas macht. Weil egal ob es Sportwetten, Casino, sowas wie Shein oder so, wo du deinen Fans sagst, die sollen sich T-Shirts für 2 Euro holen, in dem Moment ist einfach bei dir im Kopf Geld über alles. Und in dem Moment bist du auch derjenige, der halt seine eigenen Fans abzieht. Ey, ich habe auch schon mal eine Produktplatzierung gemacht, ich kann es ja hier ansprechen, für Handygames oder so, die ich selber nicht gezockt habe. Habe ich auch schon mal gemacht, ja. Wo ich aber mich mit dem Game auseinandergesetzt habe, wo ich meinem Management gesagt habe, ey, setzt euch mit dem Spiel auseinander, ist das geisteskrankes Pay-to-Win, kann man das so zocken, ist die App much, wird die auch aktiv gespielt oder werde ich hier gerade dafür bezahlt, eine App in die Kamera zu halten, die keiner zockt und die einfach scheiße ist. Und wenn ich dann von einem mehrköpfigen Team bei mir gesagt bekomme, nein, kann man machen, geht klar, dann gucke ich mir die App auch zum Beispiel mal an und dann ist es für mich eine easy Sache, wenn es kein Abzocker-Ding ist. Aber bei solchen Sachen ist es halt ehrlich, ey. Und ich sag euch ehrlich, bei sowas, und ich weiß, dass da auch da alle nicht die Sachen feiern, so bei einigen so dieser Stempel ist so, ja, ist halt YouTuber, alle YouTuber machen jetzt auf Krampf eigene Klamotten, wobei man dazu sagen muss, Trust No One gibt's schon seit 2018, da waren die Teasy-Jungs und ich tatsächlich einer der Ersten. Aber ich bin echt froh, weil so, wenn ich sowas sehe, denke ich mir, geil, Alter, ich bin froh, dass ich TNO hab. Ich bin froh, dass ich meinen Zuschauern, und es muss nicht jeder feiern, dass ich euch
ein eigenes Produkt anbieten kann, was vielleicht ein bisschen mehr kostet und was deshalb für viele Leute auch einfach preislich nicht ins Portemonnaie passt. Aber die, die es kaufen, die, die mich supporten, die, die die Teasys supporten, die kriegen ein geiles Produkt. Die kriegen safe ein Produkt, wo ich jedes Mal gewissenvoll meine Hand für ins Feuer legen kann. Du zahlst gutes Geld dafür, aber du kriegst ein 1A-Produkt, was nicht nach einem halben Jahr auf dem Müll handelt, landet. Und ich bin stolz, halt solche Sachen zu haben. Anstatt so eine Scheiße, bin ich ehrlich zu euch. Shein sind die Ungeheuer, die daraus entstehen. Wir finden nicht, dass man dafür auch noch Werbung machen sollte.